Wir nähern uns dem Ziel. Um auf die Insel zu kommen, geht es zunächst durch den knapp 8 Kilometer langen Eiksundtunnel, dann folgen die Herøy-Brücke und die Rimøy-Brücke. Hoffentlich kommt keiner entgegen. Das würde eng werden. Ah ja, von hier oben hat man den Überblick. In der Ausweichstelle kann man den Gegenverkehr abwarten und durchlassen. In 300 Metern links abbiegen in die Straße der Mitte. Es folgt wieder ein Tunnel und mit der Runde Brua sind wir dann endgültig auf der Insel Runde. Angekommen auf dem Campingplatz Göksøya Camping wird uns genau erklärt, wo und wann es Sehenswertes gibt. Wir sind natürlich neugierig auf die Papageientaucher. Die sind allerdings erst ab 8:30 abends zu sehen. So haben wir noch ein wenig Zeit, uns umzusehen. Der Platzinhaber, Herr Göksøya, ist ein wenig besorgt angesichts des Wetters. Es soll in der Nacht sehr stürmisch werden und er empfiehlt uns den windgeschützten Platz hinter der Hecke. Die Plätze am Ufer sind voll belegt. Es kommen noch einige Camper mit Wohnmobilen an und erstaunlicherweise findet Herr Göksøya auch für diese noch einen Platz. Das sieht aus der Ferne gar nicht so schwierig aus. Schöner, asphaltierter Weg. Aber bei genauem Hinsehen sind auf dem kurzen Weg immerhin 250 Höhenmeter zu überwinden. Es ist kurz vor 8 Uhr abends und wir machen uns auf. Es geht kräftig bergauf und wir kommen ein bisschen aus der Puste.
Je höher wir kommen, desto schöner ist der Ausblick. Allerdings stürmt es recht heftig. Die brütende Möwe ist gut getarnt. Oben angekommen hat der Sturm noch einmal zugelegt und die schwarzen Wolken verheißen nichts Gutes. Da, ein Papageientaucher. Ein bisschen abseits vom eigentlichen Felsen, aber egal. Inzwischen hat ein leichter Regen eingesetzt, aber es ist ja nicht mehr weit. Der hölzerne Übergang ist das letzte Stück des Weges. Jetzt geht es recht abenteuerlich den Felsen bis zum Hang hinab. Regen und Sturm werden immer stärker. Wir sind nass und durchgefroren. Von den Papageientauchern ist noch nichts zu sehen. Wir, und nicht nur wir, geben auf und machen uns auf den Rückweg. Immerhin, einen Papageientaucher haben wir ja gesehen. Auch heute ist keine Wetterbesserung in Sicht. Gerade mal 10 Grad und kräftiger Regen. Wir werden noch freundlich verabschiedet und es geht durch Tunnel und Brücken vorbei am runden Milieuzentrum weiter in Richtung Lofoten. Gute Weiterfahrt. Danke schön. Ja, danke schön. Hoffentlich treffen Sie das Wetter irgendwo. Danke. Gut, danke. Tschüss. In 2 Kilometern links halten und in die Straße Dünnerwangen fahren.